Oh, Seven, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Scherbenklang und die Phagoiden. Man sollte auch das Mikro einschalten, bevor man sprechen möchte. Gut, ja, wie ihr sehen könnt, wir sind hier wieder mit unserem Typ 6 Transporter unterwegs und befinden uns hier gerade noch auf diesem einen Planeten, wo es diesen Barnacle Forest oder diesen Raumpockenwald gibt, wo man unter anderem Metallegierungen sammeln kann. Hier im System Hyades Sektor AQ-Y-D81, wir sind hier gerade gelandet. Würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel rein. Die Zwischensequenz überspringen wir mal eben. Die haben wir uns beim letzten Mal schon angesehen. Ich glaube, die kennt auch mittlerweile schon jeder. Und ansonsten auf dem YouTube-Kanal von Elite Dangerous, da findet ihr sonst auch diese Zwischensequenz, was da mit der Proteus-Welle und Salvation und so weiter passiert ist und ob und wie sie die Phagoiden aufgehalten hat oder nicht. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt hier aber an einer anderen Stelle. Nämlich auf diesem wunderbaren Planeten hier. Wie ihr dann gleich sehen werdet. Dann, falls ich ein bisschen angeschlagen klinge oder noch ab und zu mal ein bisschen husten muss oder so, das nach Möglichkeit immer muten. Dann bitte nicht wundern, ich bin halt aktuell noch ein bisschen angeschlagen. Hab mir da eine kleine Erkältung oder sowas zugezogen gehabt. Ist aber mittlerweile besser und war auch kein Corona, da hatte ich erst ein bisschen Sorge vor. Aber alles negativ und passt. Von daher kann es dann hier schön weitergehen. So. Jetzt würde ich gerne versuchen, hier irgendwo in der Ecke zu landen. Denn ich habe hier ja beim letzten Mal versucht, mehrfach so nicht versucht, diese Interceptoren, diese großen Phagoidenschiffe hier zu triggern, dass die mal hier ab und zu ankommen. Die nehmen nämlich hier mit einem Traktorstrahl irgendwas aus diesen großen Barnacles da vorne raus. Das ist mal ziemlich beeindruckend. Und letztes Mal ging das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hatten wir da keinen Erfolg. Das konnten wir irgendwie nicht triggern. Deswegen werde ich das jetzt einfach nochmal versuchen. So, und wir sehen aktuell, dass wir hier 64 Inventarplätze oder halt einfach Frachtkapazität haben und 19 davon sind gerade belegt mit Metallegierungen, die insgesamt 200.000 fast ungefähr pro Stück sind. Also die sind durchaus was wert, wenn man die nachher verkauft. Und ich würde vorschlagen oder denke ich mal heute so vorgehen, dass ich hier noch ein, zwei Stunden unterwegs bin. Vielleicht nur eine hier noch auf diesem Planeten maximal. Danach würde ich dann, glaube ich, mal zum Corsair-System fliegen und dort vielleicht mal ein bisschen, ich nenne es jetzt mal lieber voll Leichenfledderei betreiben. Denn in diesem Corsair-System, da liegen jede Menge Phagoiden-Interceptoren-Schiffe rum. Und da können wir uns ganz viele Sachen mitnehmen. Und die ganzen Frachtgestelle dort sind K-resistent gegen... Moment. Wo ist es? Oh, direkt über uns. Wow. Schon haben wir es getriggert. Wir mussten einfach nur näher ranfliegen. Oh Gott, ist das groß. Ist das eine Medusa? Ne, was ist das? Ist das gruselig. Doch, ist eine Medusa, ne? Ah, die steht hier direkt. Moin. Tu mir bitte nichts. Ich mach mal ganz viele Screenshots nebenbei. Wow. Interessant, ne? Boah, ich kann da gar nicht reingucken. Das ist so dermaßen hell. Die klappen sich da auf jeden Fall jetzt irgendwie so um. Nimmt er da, glaube ich, irgendwas mit, ne? Also die Energie geht ja nach oben. Sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Schaut euch mal an, wie groß dieses Schiff ist von denen, ne? Also meine Typ 6 hier, die ist ja auch schon riesig. Aber die ist deutlich kleiner. Jetzt hat das, glaube ich, fertig aufgenommen.
klappt er das wieder um. Die Lichter gehen aus. Was wieder so komische Wahlgesänge hier an der Stelle. Und jetzt fliegt er hier einfach weg. Ja, wie das aussieht, ne? Was die da auch hinterlassen, diese komischen, ich weiß nicht, Treibstofflinien da, keine Ahnung. Das sieht immer aus wie so eine komische Dimension, wo die reingehen. Blöpp. Weg ist er. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das jetzt gerade genau kommt. Krass. Wow. Also ich habe auf jeden Fall Ehrfurcht vor den Dingern, ey. Boah. ja, was wollte ich gerade erzählen? Ach ja, ich wollte hier wahrscheinlich ungefähr noch höchstens eine Stunde sein. Noch ein, zwei Meter Legierungen mitnehmen und danach zum Kornseher-System fliegen. Wir erinnern uns, beim Corsair-System war es ja so, dass dort die Proteus-Welle oder eine Art Prototyp davon ja abgefeuert wurde. Und dort jetzt ganz viele Schiffe von den Phagoiden abgestürzt sind. Und die würde ich gerne suchen und auch noch Material einsammeln. Und da haben wir extra diese Wachtgestelle, die resistent sind gegen diese, ja, ich sag jetzt mal Phagoiden-Enzyme. Oder gegen diese Säure, was das da genau ist. Und dann können wir da jede Menge Zeug einsammeln. Aber krass, dass das jetzt genau jetzt gerade erschienen ist, ne? Boah. Mal kurz einen Schluck trinken, irgendwie ist mein Hals gerade so komisch. So, Schluck getrunken, es kann weitergehen. Und willkommen und hallo und O7 Soccer Girl. Schön, dass du wieder reinschaust. Ja, wir sind gerade wieder bei den Aliens, wo wir auch letztes Mal waren. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Ich wundere, falls meine Stimme irgendwie heute so ein bisschen belegt ist. Aber es lässt sich gerade nicht vermeiden. So, da haben wir noch ein paar Meterlegierungen. Sehr schön, ja, ne? Muss ich mal kurz schauen. Wir haben jetzt noch zwei weitere Meterlegierungen mitgenommen. Das heißt, wir hätten jetzt 21, glaube ich, im Pack, ne? Sehr schönes Spiel. Ja, auf mehreren Ebenen. Durchaus. Finde ich jedenfalls. Sonst würde ich es nicht zocken. Ich finde es grafisch recht beeindruckend. Auch so vom Design und halt auch vom Umfang her, ne? Dass hier wirklich die gesamte Milchstraße nachgebaut ist. Und allgemein hier so die Welt und die Fraktion, diese Aliens hier. Das ist alles schon recht interessant und auch durchaus relativ individuell oder besonders gestaltet hier, finde ich. Also solche Alien-Dinger habe ich bisher noch nie irgendwo anders gesehen. Dass die hier quasi irgendwie, ich weiß nicht, ihre Schiffe züchten. Bin mir nicht so ganz sicher, was die hier tun. Und auf die Kleinen habe ich es heute abgesehen. Die werden wir wieder ein bisschen abschießen. So, ich lock die mal ein bisschen an, dass die jetzt hier näher kommen. So, was liegt denn jetzt hier alles rum? Wollte nämlich diese ganzen Materialien ja hier, um nachher daraus weitere Sachen zu bauen.
Da sind wir gerade weggeflogen. So, was haben wir denn hier noch da vorne? Das ist so ein Gerät, da brauche ich gerade nicht hin. Können wir das noch gebrauchen? Pagoin Carapace oder so. Ich weiß gar nicht, was das genau ist für ein Teil. Ja, Komponenten. Eine Energiezelle. Ja, wir haben uns natürlich auch passend angezogen. Phagoin grün. Das passt ganz gut, ne? So, mal schauen, was haben wir denn hier noch? Da soll ja zum Teil Material drin sein. Das wäre, glaube ich, auch recht wichtig, dass wir das aufnehmen hier. Natürlich jetzt recht aufwendig, das hier alles einzusammeln, aber es lohnt sich. Diese Gegend hier, ne? Es ist so schwer hier durchzufahren, weil es hier so eine Hügelpiste ist. Ich glaube, hier wäre eine gute Gelegenheit, die nächsten von den Scavengern abzuschießen. Jetzt werden sie natürlich alle sauer, ne? So, komm her, Kollege. Habe ich alle? Ja, ich habe alle. Da liegen noch Komponenten rum. Die haben wir endlich voll. Das ist gut. Was haben wir denn hier sonst noch so? Das ist alles voll, was darum liegt. Schade. Auch voll. Ah, da können wir jetzt nicht so viel mitnehmen. Hoch. Unser Rover haut hier gerade ab. Carbon. Ja, was wir alles finden, ne? Chromium. Ich bräuchte eigentlich dringend, wie hieß es nochmal? Das mal aufgeschrieben. Vanadium, Tungsten, Rhenium, Technetium, Germanium und Arsen. Brauchen wir tatsächlich primär, um dann halt hier die ganzen Waffen nachher bei den Technologiebrokern freizuschalten. Und vor allem das, Rhenium, das wird nicht ausreichen, was ich aktuell habe. Jedenfalls nicht für alles. Ein paar Sachen werde ich freischalten können, aber nicht so viel. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwelche Ionen. Was war das nochmal alles? Power-Converter, Ion-Destruktoren, Power-Transfer-Bus etc. pp. Findet ihr sonst auch zur Not, wenn man bei Inara mal guckt? Wenn ich das hier nochmal einschalte, eine Sekunde. Da ist Inara. Inara.cz. Würde hier auf Data und hier auf Technologiebroker gehen. Und dann seht ihr hier, was ihr alles hier zum Beispiel für diese Guardian-Hybrid-Waffen benötigt. Müssen auch irgendwo hier zu finden sein. Aber auch hier für diese ganzen Remote-Release-Flechette-Launcher oder auch hier diese, dieses ganze andere Zeug, ne? Frameshift-Drive, irgendwie so ein spezialisiert gibt es hier noch. Hier noch einen gewissen Surface-Scanner. Also Planetenoberflächenscanner. Schockkennen und so weiter. Und das hier mit diesen Symbolen. Das hier sind Dinge, die ihr finden könnt. Da steht zum Teil auch, wo es das unter anderem gibt. Hier Vanadium zum Beispiel beim Mining. Genauso wie Tungsten oder Rhenium.
Das hier sind solche Waren, die ihr kaufen könnt. Hier Ion-Distributor, was für ein Name. Power-Converter, Power-Transfer-Bus etc. pp. Ne? Also schon recht umfangreich hier, ne? Da müsste man mal schauen, wo es die Sachen auch gibt. Aber das kann man auch bei Inara zum Beispiel. Das ist eigentlich auch sehr cool gemacht. Kann man das dann alles schön finden. Da braucht man dann nur hinfliegen und sich einmal den Frachtraum vollschlagen in dem Sinne. Ah, ist da was rausgefallen? Sulfur. Also kann ich auch alles gebrauchen, aber brauche ich nicht unbedingt für die Sachen, die ich eigentlich haben möchte, ne? Aber man könnte hier auch bei so einem Technologiebroker oder nee, Quatsch, Materialhändler, so war der Name. Da könnten wir ja auch Materialien umtauschen, ne? Ich schieße jetzt mal einen davon an hier. Wenn wir mal alle herkommen. Am besten hier schön auf die ebene Fläche. Ich habe keine Munition mehr. Scheibenkleister. Inventar. Ammo. So, jetzt haben wir wieder welche. Ach du heiliger Bimbam, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Alle 2000 Schuss hier einfach verschossen. War natürlich jetzt ein sehr ungünstiger Moment hier. Alle erledigt. Ja. Ansonsten würde auch unten im Radar halt irgendwo was aufplüppen. Ein bisschen vorsichtiger hier drüber fahren. Hier liegen nämlich überall diese ganzen Organe jetzt von denen rum. Oder diese Bauteile. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennen soll. Das sind ja biomechanische Lebewesen. Auch die Frage, ist das jetzt ein Organ oder eher ein Bauteil? Wie soll man das nennen? Wo ist hier noch was? Ups. Das haben wir auch schon voll. So, erledigt. Was liegt hier rum? Noch so ein Teil. Carapace oder so. Ich weiß gar nicht genau, was das zu Deutsch dann nochmal bedeutet oder heißt. Ist hier noch ein Meta-Alloy? Nee, ne? Schade. Ist leider nix. Also Sulfur findet man hier auf jeden Fall ohne Ende. Das ist tatsächlich so. Brauche ich aber alles gerade nicht, ne? Wie viel habe ich jetzt hier nochmal von den Meta-Alloys? 2 Stück habe ich, ne? 21 Stück. Das reicht eigentlich, ne? Dann würde ich nämlich, glaube ich, gleich jetzt hier mich auch zum Corsair-System aufmachen. Ist ja auch eine Strecke, bis wir da sind. Das sind mehrere Sprünge. Ich glaube auch so 12 oder so. Aber vielleicht haben wir in der Zwischenzeit dann auch die Möglichkeit, die neuen Gauntlet News uns anzuhören. Glaube ich, viele Neuigkeiten. Ich habe das Spiel ja schon seit ein paar Tagen nicht gespielt. Ach, jetzt ist nur der hier Akku geworden. Ja, ich glaube, da hat sich einiges gerade in der Galaxie entwickelt. Energiezelle haben wir, glaube ich, schon, ne? Doch nicht. Siehste mal. Ja, los hier, Kollegen. Kommt mal alle her. Guck dir mal so ein bisschen an hier. Jetzt bleiben sie da alle stehen. Und euch los. Okay, irgendwie sind die gerade komisch.
die sich gerade nicht weiter bewegt haben. Merkwürdig. Jetzt liegen hier diese ganzen Sachen rum, ne? Mal durchzufahren ist auch immer so eine Qual. So, Energiezellen. Die nehmen wir mit. Direkt vor uns liegt noch irgendein Kram. Das ist aber auch schon alles voll. Rechts von uns soll noch was rumliegen. Da, Energiezelle. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich denn jetzt hier mittlerweile alles? TV Guard? Ne, Quatsch. Doch, TV Phagoid. Da müssen wir hin. Wir sind ja gerade nicht bei den Guardians, sondern bei den Phagoiden. Ich verwechsel die gerade schon wieder. So, da ist das ganze Zeug. Was haben wir denn hier? 204. Von maximal 250. Und hier 174 von maximal 200. Das heißt, wir haben fast alles. Eigentlich wollte ich jetzt hier nicht noch so mega lange auf diesem Planeten bleiben. Ich wollte heute ja noch gerne das Corsair-System besuchen. So optisch nämlich sehr beeindruckend dort. So, wo sind die Scavenger da vorne? Wie habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich die alle abschieße, ne? Scheinen ja einfach nur friedliche Arbeiterdrohnen zu sein, ne? Die machen ja sonst nichts. Aber leider gibt es ja gerade aktuell keinen anderen Weg, an diese Materialien zu kommen, ne? Das ist dann leider so. Irgendwie tun sie mir auch leid. Vor allem, ich töte ja hier echt Dutzende von denen. Schade, das haben wir alles schon, ne? Ah, das haben wir noch nicht. Wir kriegen da immer jeweils 3 Stück, ne? Dann müsste ich davon noch 10 oder mehr einsammeln, ne? Aber eigentlich haben wir fast alles voll. Aber hier sich zu drehen ist auch so ein Akt. Da noch irgendwas rum, was wir noch nicht haben. Na, Inventar voll, ne? Alles voll. Glaube ich sonst noch mal zum Schiff eben fahren. Wo haben wir es denn geparkt? Ach ja, da vorne. Mal. Da wächst doch etwas, was wir eh mitnehmen wollen. Und da sind auch noch ein paar Scavenger. Hier liegen noch die ganzen Leichenteile von den anderen rum. Ich fühle mich so schlecht.
Da liegt wieder was. Eine Energiezelle. Ah, wir haben fast alles voll. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal ein- und auslogge, dann haben wir alles voll. Dann kann ich auch zum Corsair-System fliegen. Das dürften wir dann noch alles voll kriegen. Ich gehe jetzt hier einfach mal an Bord. Am einfachsten. Geht's. Ja, wir müssen uns heute auf jeden Fall die neuen Garnet News an Nachrichten anhören. Da ist echt einiges passiert. Das machen wir dann gleich, glaube ich, auf dem Hinflug nach Corsair. So, mal kurz wieder ausgelockt. Dass die Grafik bei dem am Anfang immer so komisch aussieht, ne? Sieht ganz urig aus. Alter, diese Science-Keeper-Gruppe, ne? Die wächst und wächst. Also jeden Tag so 10 neue Leute, 5 neue Leute. Das ist der Wahnsinn. Was ist das hier oben? Achso, da haben wir von der werten Duval ein wenig Geld erhalten. Unsere pauschale Unterstützung. Wie viel Meta-Alloys habe ich jetzt hier? 22. Mal schauen, ob wir jetzt wieder diesen riesigen Interceptoren hier triggern. Dass der jetzt wieder hier ankommt. Warnung, niedrige Schwerkraft. Na, diesmal kommt er scheinbar nicht. Normalerweise passiert das, sobald man da halbwegs aus dem Schiff rausfährt. Das Teil hin. Nickel. Was haben wir hier? Eine organische Struktur. Chromium. Müssten hier nicht auch wieder diese Meta-Alloys dran wachsen? Ja, eigentlich schon, ne? Da jetzt gar nichts drin. Doch, da fliegt es. Hilfe! Oh, was ist denn jetzt passiert? Alter! Leute! Ihr seid wohl blöd. Abbremsen. Boah! Was ist denn jetzt passiert? Alter, warum bin ich denn so hochgeflogen? Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Wir waren gerade irgendwie 100 Metern höher. Wie weit wir geflogen sind. Was war das denn jetzt für ein Mist? Oh Gott. Ich krieg da mal Panik sofort. Ich habe ja einmal meinen Rover einmal zerschrottet. Bin ich ja diesen 10 Kilometer tief Abgrund runtergefahren. Das war eine dumme Idee. Aber dass ich da jetzt gerade so weggefetzt bin, war ja jetzt echt fies. Also irgendwie scheint die Physik bei Odyssey so ein bisschen... ich weiß nicht, rumzuspinnen. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Ihr seid wohl blöd. Ah, Mann, ey. So, da ist das Teil, wo ich eigentlich hin wollte. Ah, jetzt ist das dahinter gelandet, natürlich, ne? Das Teil ist weggeflogen, ne? Was ich aufsammeln wollte. Ja, ganz toll. Menno. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat Odyssey echt Physikprobleme so ein bisschen. Das hatte ich auch bei den Guardian-Druiden. Wo ich da die ganze Zeit war, dass mir jedes Mal aus diesen Panels die Teile weggefetzt sind. Also irgendwas passt da noch nicht. Also ich würde es echt gut finden, wenn FDev-Entwickler hier nochmal da ein bisschen dran rumschrauben, dass einem da sowas nicht mehr passiert. Was hätte jetzt potenziell mein Rover zerstören können. Aber ich will jetzt hier auch eigentlich nicht, sagte er und fährt wie eine besenkte Wildsau, nicht die Meta-Legierungen einsammeln, sondern hier die Scavenger-Drohnen zerstören.
ich die Teile da schnell voll kriege. Dann können wir uns hier auch wieder zurückziehen. Dann haben wir nämlich alles so weit, was wir haben möchten. So, alle Energie auf die Waffen. Und Feuer frei in dem Sinne. Oh oh. Na, komm her. Habe ich alle? Ich habe alle. Das haben wir schon. Das haben wir noch nicht, aber bald haben wir alles voll hier. Guck mal. Das ist doch mal cool. Eingesammelt. Habe ich denn jetzt noch 53%? Ja, okay, das geht noch. So, was haben wir denn hier? So, meine werten Scavenger. Wir haben uns heute hier versammelt, um euch zu töten. Der Rat rechts von mir stand, der müsste jetzt eigentlich auch arg werden und uns sofort angreifen. Mal sehen, wann das der Fall ist. Gar nicht, weil der hat uns gar nicht bemerkt. Also die Allerhellsten sind das ja auch irgendwie nicht, ne? Also die haben scheinbar nur ihre Aufgabe und arbeiten das stumpf wie eine Drohne ab. Alles andere existiert für die irgendwie nicht. Mein Schiff. Ach, da hinten. Ich glaube, wir haben bald alles voll. Kann ich ja bald endlich weiterfliegen. Ich parke hier auch nicht gerne mein Schiff auf dem Planeten. Ich bin ganz ehrlich. Hier ist mal irgendwie Bedenken, hier mich dann wieder einzuloggen und denke mir dann so, steht mein Schiff da überhaupt noch? Was erwartet mich dort? Erwischt. Ah, da fliegt gerade noch ein Teil weg. Wo ist es? Hinter mir liegt das jetzt irgendwo. Ah, das ist genauso eins, was ich noch brauche. 240 von 250. Also noch 4 Stück, dann habe ich das voll. Das ist auch schon voll 150. Na, irgendwie will die Kamera gerade nicht hier.
So, da vorne sind sie wieder, unsere Opfer hier. Eigentlich sind wir hier voll der Bulli, ne? Also voll der Mobber. Ärgern hier die armen kleinen Arbeiterbienchen. Sensorfragment habe ich voll. 95 haben wir dann schon für die Energiezellen. 200 ist das Maximum. Das heißt, noch ein, zwei Scavenger und wir haben es dann endlich. Ja, so ein bisschen grindlastig ist das Spiel ja halt schon, ne? Jedenfalls, wenn man die Sachen relativ schnell vollkriegen will. Sind denn jetzt hier die letzten der Scavenger? Da vorne welche? Nee. Da auch nicht. Hier aber, ne? Aber die sind aber weit weg, über 500 Meter. Ja komm, wir fahren eben rüber. Danach dürfte ich dafür alles voll haben. Da kann ich auch bald weiterfliegen. Huch. Kontrolle verlieren. Dass wir gleich nochmal so einen Abflug wie vorhin machen. Zu 100 Meter in der Luft bin ich doch ein wenig ungern mit diesem Rover. Da gehört er ja auch eigentlich nicht hin. Aber diese Scavenger-Drohnen, die verhalten sich echt sehr automatisch irgendwie, ne? Die wirklich so eine ganz enge Programmierung oder so Instinkt hätten. Die ignorieren ja auch alles, bis man sie angreift. Davor ist denen das völlig egal, was ich hier treibe. Ach, guck mal, der letzte davon. Targoid Carpass, oder wie das heißt. Carpace, keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Haben wir damit voll. Jetzt fehlen nur noch ein paar Energiezellen. Ich glaube, dafür würde ich nochmal schnell zum Schiff zurückkehren. Mich einmal wieder boarden, ausloggen, wieder einloggen. Vielleicht haben wir gleich nochmal Glück und wir können uns hier gleich nochmal die Ankunft von diesen Interceptoren angucken. Da kriege ich noch ein, zwei Scavenger, dann dürften wir auch alles haben. Und der Rover hier braucht dringend eine Reparatur. Soweit ich weiß, werden die ja auch automatisch repariert, sobald ich die im Schiff habe. Nur nicht betankt werden sie, ne? Und keine Munition, aber das ist ja nicht so schlimm. So, schnell an Bord. Luxi da ausgelockt. Und mal wieder diese wunderbare Grafik hier gerade bestaunt. Dass die Textur da nicht lädt, finde ich echt komisch. Und Fluxi da eingeloggt. Aber jetzt kommt hier nochmal so ein Interceptor. Da sind doch tatsächlich verschiedene. Das finde ich auch sehr interessant. Das war jetzt gerade, glaube ich, dieser Medusa-Typ. Was gibt denn noch mehr? Es gibt ja auch diese Hydra. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Bei diesen Cyclops, diese Standard-Interceptoren von denen. Warnung, niedrige Schwerkraft. Na komm, triggern wir dich. Nee? Ach, schade. Kein Erfolg diesmal. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das ist wieder nur die Nachricht, dass wir das Geld bekommen haben. Nicht komisch, dass uns das jedes Mal angezeigt wird. Oh.
Was sag ich denn? Da vorne kommt es. Alter, wie das aussieht, ne? Ist das eine Hydra? Nee, ist nur mal ein Cyclops, oder? Nee, das ist ein Rötlicher. Oder was ist das für einer? Das müsste normaler Cyclops sein. Alter, wie die aussehen, ey. Guck mal, wie klein ich bin. Und vielleicht halb so hoch wie der Rover. Was das für ein Riesenschiff ist. Wow. Mein Rover bewegt sich mit Hilfe. Damit auf die Kamera. Der zieht mich mit an. Alter Junge, lass das. Bitte entführ mich nicht. Kann ich den scannen? Ich versuche das gerade mal. Okay. Scan Error. Nicht möglich, das Ding zu scannen. Boah, ey. Gegen die Dinger sollen wir kämpfen. Ich habe Angst vor denen. Das sieht echt auch aus wie so ein gruseliger Schmetterling. Eine Mischung aus Motte, Alien und Blume. Da vorne ist das Cockpit. Oder was wir halt als Cockpit wahrnehmen, ne? Tschüss. Und da haut er wieder ab. Ich frage mich auch so ein bisschen, was die jetzt hier eigentlich machen, ne? Auch wie die verschwinden, ne? Dass da so Tentakeln kommen. Ja, irgendwie so sieht das immer aus, so komische Risse. Und zack, weg sind sie. Ist mega gruselig. Wie so ein Riss in der Dimension, ne? Einstein hätte eine Antwort drauf gehabt. Oder Stephen Hawking. Aber ich glaube, die sind hier seit über 1000 Jahren tot, also können wir sie schlecht befragen. Da sind wieder Meta-Alois. Nehme ich noch zwei mit? Ja komm, ne? Ich bin gierig. Ein gieriger, egomaner Mensch. Da müssen wir natürlich auch hier die Meta-Alois mitnehmen. Wenn man dann da so halbwegs hinfährt, dass man sie aufnehmen kann, ne? Das ist natürlich vorausgesetzt. Oh, fast kein Treibstoff mehr. Das reicht jetzt aber eben noch, oder? Ich glaube schon. Wir müssten ja auch eigentlich gleich durch die Plejaden kommen. Dann können wir da vielleicht auch ein bisschen Treibstoff tanken und alles. Das täte dem Rover hier auch ganz gut, wenn ich hier gerade nicht total festhängen würde. Dann müsste ich jetzt 24 Stück haben. Das heißt, für 40 andere Sachen habe ich noch Platz. Dann würde ich sagen, killen wir jetzt hier noch ein paar Scavenger. Ich glaube, mir fehlen jetzt sogar nur noch die Energiezellen. Dann habe ich alles voll. Das heißt, ich brauche hier dann nicht nochmal hinkommen. Noch einer auf uns zu? Nee. Alter, das Trümmerteil fliegt hier gerade noch gegen mich. Jetzt aber keinen Schaden gemacht, ne? Jetzt haben wir das alles schon. Da liegen auch noch Sachen rum. Ah. Sieht gerade nicht so gut aus. Alles Teile, die wir gerade nicht brauchen. Ist ja ärgerlich jetzt. Will ich mal kurz die Runde hier ums Schiff machen. Vorne waren ja auch noch Scavenger.
dürfte ich ja jetzt doch noch die eine Energiezelle hier wenigstens bekommen. Nicht schon wieder abheben hier. Junge, hör auf. Hör auf. Bleib am Boden. Danke. Der Rover hat's heute, ne? Liegt bestimmt nicht an meinen Fahrkünsten. Zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Ein bisschen was davon, oder? Das mit der Mucke von Rammstein, das hätte bestimmt was. Ernsthaft jetzt? Da habe ich das jetzt doch schon voll und ich habe das nicht gesehen. Einmal kurz kontrollieren, bevor ich jetzt hier noch 2 Stunden rumfahre und mich wundere. Ach Quatsch, nicht Guardian. Phagoiden sind das. Was ist das T? 250 Energiezelle. Ach, wir haben ja schon alles voll. Ja, da kann ich ja hier lange rumfahren und neues Material einsammeln. Ich vielleicht mal richtig gucken sollen. Dann würde ich sagen, ab aufs Schiff. Wir haben noch einen langen Rückweg hier vor uns. Hilfe, ist das eng. Ich habe mein Schiff nicht so ganz gut geparkt hier. Das hat dann nur 95% Hülle, ne? Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich habe halt die Schilde rausgerissen, um noch Platz für die Frachtgestelle zu schaffen. Weiß nicht, ob das nicht doch langfristig ein Fehler war. Aber guck mal, das passt ja perfekt. Ich wollte ja ungefähr 1 Stunde hier verbleiben. Haben wir jetzt ungefähr 11 Sprünge bis dahin. Ist da noch irgendein System bewohnt? Basing vielleicht oder Basing, je nachdem wie das ausgesprochen wird. Kann ich das hier nochmal nachschauen? Und den weißen Bubbles sind bewohnt. Das heißt, spätestens hier bei Basing dürften wir da irgendwie... Oder Basing? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Da dürften wir auf jeden Fall tanken können. Und auch den Rover reparieren und alles. Hier ist ja sonst auch noch so ein Hip-System und so. Dann fliegen wir jetzt hier mal zum Corsair-System. Macht's gut, Barnacle Forest. Oder Raumpockenwald. Wobei Raumpockenwald klingt irgendwie ekliger. Komisches Wort irgendwie. Ich vielleicht noch 1, 2 coole Screenshots geschossen kriege. Ja, aber hier sind Fotofanatiker. Auch nachher für Instagram. Ich glaube, das sieht nicht so interessant aus, ne, von hier. Und das Schiff wackelt so. Meine Güte. Das macht die geringe Schwerkraft hier, ne? Oh, mein Tank ist auch nicht mal allzu voll. Diese grünen Giftwolken hier drumrum, ne? Das sieht schon echt abgefahren aus. Ich hätte ja echt noch gern grünen Lack für mein Schiff hier, ne? Das würde irgendwie so gut passen. Aber ich habe leider nicht mehr so viele Arcs, diese... Ja, echt Geldwährung, die man hier sich aber auch freispielen kann. Ist aber auch nur für rein kosmetische Sachen. Da noch 1, 2 so Lackierungen für mein Schiff hätte ich schon ganz gerne. 11 Sprünge waren es, ne? Corsair-System, so heißt das. Ich will es irgendwie mal Corsair nennen. Vielleicht liegt es daran, dass ich da sonst eher das Wort Corsair vielleicht mal benutze aufgrund dieser einen Firma, die glaube ich, was ist vielleicht die nochmal her? Lüftungen? Kühlungen für PCs, unter anderem. Deswegen habe ich das immer falsch im Kopf. So, meine Lieben, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier ist gar nichts drin, außer 3 Sterne. Was haben wir denn hier? Einen braunen Zwerg, oder was? Ah, nee, so ein Protostern. Ein noch entstehender Stern hier, T-Tauri. Noch ein T-Tauri, der ist aber, glaube ich, schon weiter. Und noch ein T-Tauri. Das ist ja witzig. Die sind nur 104 Millionen Jahre alt, das ist ja nix.
Da liefen hier quasi noch die Dinosaurier rum, wenn man so möchte. Ich gleich ein bisschen aufpassen, dass ich hier auch gleich noch tanken kann. Beim nächsten Stern, ansonsten strande ich hier noch und muss die Fuel zu rufen. Würde ich gern vermeiden. So, was haben wir denn hier noch? Systemscan abgeschlossen. Gar nichts. Auch gut. Bei dem hier können wir wohl nicht tanken. Das ist wahrscheinlich auch so ein Protostern, ne? Ja, ist auch ein T-Tauri. Ja gut, das ist auch hier relativ in der Nähe zu Barnards Loop. Oder dem Inner, den Orion-Nebel. Das ist halt auch ein Sternentstehungsgebiet, ne? Insgesamt hier die ganze Ecke. Aber eigentlich müsste das mehr hier sein, ne? Bei Barnards Loop direkt. Naja. Was ist das denn da? Was flimmert da so? Achso, das ist dieser Nebel dort. Ja, das mit der Anomalie ist hier gerade auch spannend, ne? Die ist ja jetzt hier scheinbar unsichtbar. Die können. Die Commander, die hier überall unterwegs waren, die können das Ding wohl nicht mehr sehen. Eine komische Phagoiden-Anomalie, so nenne ich die jetzt mal. Und die ist unsichtbar geworden. Die ist jetzt nur noch zu hören im VSS-Scanner. Und angeblich gibt es jetzt noch ein zweites davon. Und zwar in der Richtung. Wie war das denn? Norma Expanse. Ich glaube, von da soll noch was kommen. War das nochmal in Ska. Ja, ne? Ja, Norma Expanse war das. Das heißt also, scheinbar kommt hier was aus der Richtung und hier aus dem Süden. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Ich schätze gerade mal, dass das drei Schiffe sein könnten. Weil die haben ja da am Forum bei Elite Dangerous ja gepostet, dass es so ein Coriolis-Raumstation war. Das meine ich, diese würfelförmigen. Die wird angezeigt mit drei so scheinbaren kleineren Phagoiden-Schiffen, die aus drei Richtungen dieses Ding angreift. Oder die aus drei Richtungen diesen Raumstation angreifen. Falls jetzt wirklich noch eine zweite Anomalie sein sollte, würde ich fast schon meinen Hintern drauf verwetten, dass da jetzt noch ein drittes unterwegs ist. Oh, eine Ammoniakwelt. Das sind doch eigentlich die Heimatwelten der Phagoiden, ne? Hier ruckelt das Spiel gerade so ein bisschen, wenn ich da rein und raus zoome. Ich habe auch gerade am Server liegen. So, wo sind jetzt hier die restlichen Planeten? Ich würde die ja mal eben kurz hier mitscannen. Ich honke nicht gerne durch Systeme, ich finde das ganz, ganz komisch. Die müssen schon irgendwie halbwegs gescannt werden. Asteroidencluster, ja gut. Ein Gasriese. Systemscan abgeschlossen. So, das sind die letzten beiden. Hier sollen wir jetzt angeblich tanken können. Ich sage, wir machen es uns hier mal gemütlich und hören uns mal hier an, was es hier Neues gibt. Ich glaube, wir waren hier stehen geblieben. Mahorn. Rebukes Imperial. Gott, ich kann kein Englisch, ne? Isolationisten. Okay. Also der Chef-Fuzzi von der Allianz. Verurteilt, denke ich mal, heißt das wahrscheinlich. Die imperiale Isolation, also dass die sich ja gerade quasi einigeln, das ganze Imperium. Hören wir uns das Ganze mal an. Man geißelt Isolationismus des Imperiums.
Premierminister Edmund Mann hat den Beschluss von Imperator Arissa Lavigne-Duval scharf kritisiert, die Zusammenarbeit zwischen den Supermächten vorläufig auszusetzen. Während einer Sitzung der Abgeordnetenversammlung der Allianz sagte Mann, die überstürzte Entscheidung von Imperator Arissa wird weitreichende Konsequenzen für die Kernsysteme insgesamt haben und nicht nur für jene, die innerhalb der imperialen Grenzen liegen. Nun, da die Targoiden aggressiver vorgehen als je zuvor, sollte die Menschheit doch vereint gegen den gemeinsamen Feind zusammenstehen. Lasst uns nicht vergessen, die Koalition der Anti-Xeno-Streitkräfte im System HIP 22460 hat ihre Pflicht vorbildlich erfüllt. Trotz des tragischen Endes. Die militärische Zusammenarbeit sollte meiner Meinung nach sogar noch weiter ausgedehnt werden. Der Sirius-Vertrag, den ich 3307 auf dem galaktischen Gipfel vorgelegt habe, hätte die Anti-Xeno-Operationen zu einer supermachtübergreifenden Priorität gemacht. Ich kann mir nur ausmalen, um wie viel besser wir für den Kampf gegen die Targoiden damit gerüstet wären. Aber es gibt immer noch Chancen für Regierungen und Organisationen, enger zusammenzuarbeiten, wie nicht zuletzt unser strategischer Verteidigungspakt mit der Sirius Corporation zeigt. Stattdessen berichten Allianz, Föderation und die Marlinisten-Kolonien, dass das Imperium sämtliche gemeinsamen Projekte auf Eis legt. Die offiziellen diplomatischen Vertretungen in Territorien außerhalb des Imperiums bleiben allerdings erhalten. Diskussionen über Xenofrieden nehmen an Fahrt auf. Das hat uns schon angehört. Oh, ist ein bisschen heiß hier. Ah, geht das noch? Ja, das geht auch klar. Ah, ich habe halt nicht den besten Fuel-Scoop drin, ne? Das ist dann halt leider das Problem. Leider ist das ja so, ich hasse hier nur diese hier vierfach Cargo-Gestelle drin habe. Dann hat man halt hier recht wenig Optionen, noch irgendwie einen besseren Treibstoffsammler oder ähnliches mitzunehmen, ne? Aber mit dem Sprit kommen wir jetzt schon mal ein, zwei Spuren weiter. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Nur zwei Sterne. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Weit muss ich denn noch hier bis zu diesem einen System Basing oder wie das hieß? Na, zwei Sprünge müssten das sein. Ich hoffe, dass da auch irgendwie halbwegs eine Station in der Nähe ist. Dass sie irgendwie so 100.000 Lichtsekunden weg ist. Das weiß man natürlich vorher nie, ob man da noch nie war. Wieder nix. Finde ich gerade spannend hier der Süden, ne? Bis auf diese ganzen Phagoiden-Stationen und so. Also ich nenne das jetzt jedenfalls mal Station. Ist hier echt nichts losgefühlt, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich jetzt wieder ein bewohntes System. Zwar gerade eine mittlere Sicherheitsstufe, aber Piraten oder so können uns natürlich trotzdem angreifen. Da ich gerade keine Schilde habe, wäre das gerade sehr, sehr ungünstig, wenn die uns angreifen. Weil ich glaube, dass wir so eine Begegnung gerade hier in so einem kleinen T6-Transporter nicht überleben würden. Jetzt muss ich die noch alle scannen hier. Ach du heiliger Bimbam. Ich dachte, das System ist bewohnt.
Weil normalerweise braucht man die bewohnten Systeme nicht scannen. Es ruckelt echt gerade die ganze Zeit so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Vielleicht lag das auch in diesem kleinen Mini-Patch am letzten Donnerstag. Aber jedes Mal, wenn ich hier rein und rauszoome, ist das echt so ganz komisch im Zittern, das Bild. Fühlt sich nicht richtig an. Das ist sehr unschön gerade. Ah, guck mal, da war gerade eine Raumstation. Ich hoffe, die ist nicht ganz so weit weg. Da würde ich, glaube ich, gleich gerne einmal hin. Nachtanken, reparieren. Vielleicht auch die Metalllegierungen verkaufen, wenn wir es gerade können. Ich wüsste, glaube ich, nicht, dass ich die noch brauche, oder? Wobei doch, es gab, glaube ich, ein, zwei Sachen, die man, glaube ich, nur damit kaufen konnte. Behalte ich die, glaube ich, doch erstmal, oder? Ah, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Oh Gott, das Bild springt hier gerade voll hin und her. Ja, irgendwie läuft hier gerade der Server nicht gut, glaube ich. An meinem Computer liegt es, glaube ich, gerade nicht, dass das hier so hakt. Aber es ist eigentlich nicht so, dass sich das wirklich gegenseitig beeinflusst, ne? Merkwürdig. Ist aber auch nur, wenn ich hier so scanne, ne? Ah, wo ist jetzt denn jetzt noch der nächste? Systemscan abgeschlossen. Wo sind denn jetzt hier Stationen? Ach Gott. Die sind ja am A der Welt. Ist hier noch ein anderes System in der Nähe? Dieses HR hier vielleicht. Da brauche ich auch zwei Sprünge für hin. Dieses HIP-System? Brauche ich nur einen Sprung? Okay, schade. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das hier ein bisschen näher ist. Wir schauen mal. Ich hoffe, dass jetzt hier eine größere Station in der Ecke ist. Ja, diese langen Reisen kann man natürlich nicht überspringen, ne? Die gehören halt zum Spiel dazu. Ich meine, gut, die verdienen ja trotzdem Geld nebenbei, ne? Mit den Erkundungsdaten. Ich meine, was will man mehr, ne? Was sie Geld fürs Nichtstun verdienen? Ah, jetzt sind da wieder einige Objekte hinter dem Stern. Das ist immer ärgerlich, finde ich. Wenn die jetzt mal erstmal hier da drunter fliegen oder dahinter fliegen, je nachdem. Ich habe mir halt angewöhnt, einfach einmal kurz nach unten zu fliegen. Dann hat man meistens freie Sicht auf die Orbitallinie. Da sind ja auch die meisten Planeten. Dann geht das doch meistens recht zackig. So, komm her, mein kleiner Eiskörper da hinten. Da ist noch ganz viel. Huch. Ja, irgendwie spinnt der VSS-Scanner. Ich weiß nicht, was da los ist. Hat der aber auch nicht immer, ne? Nur so zwischendurch irgendwie, dass der plötzlich so sprunghaft ist und die FPS, das sehe ich gerade bei mir. Die gehen gerade von 60 Uhr plötzlich auf 30 oder auf 40 runter. Weil Baum. Keine Ahnung. Vielleicht lag es echt an diesem kleinen Patch. Kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie was passiert ist. Da sie ja gerade eh viel mit dem VSS-Scanner machen hier im Spiel. Dieser komischen, jetzt scheinbar ja unsichtbaren Anomalie, die wir da hören können. Kann das ja gut sein, dass sich da irgendwo jetzt ein Spieler, ein Fehler ins Spiel eingeschlichen hat. Systemscan abgeschlossen. Sehr schön alles gescannt.
Ja, siehst du mal, hier die nächste Station, die ist nur 667 Lichtsekunden entfernt. Das geht locker klar und wir können uns hier nochmal das nächste hier anhören. Erfolgreiche Abbaukampagne hilft Azimuth. Warnung der Pilotenvereinigung. Um Azimuth Biotech beim Bau neuer Anlagen zu unterstützen, wurden große Mengen abgebauter Erze in das System LHS-157 geliefert. Captain Maxim Lagunov, Kommandant des Megaschiffs Glorious Prospect, gab bekannt, dies ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass wir unsere Frachträume mit wichtigen Materialien füllen konnten, die Azimuths Zukunft sichern werden. Die Ressourcen Kobalt, Galit und Osmium werden nun an unsere Fertigungsteams verteilt. Und wir hoffen, schon in naher Zukunft mit dem Bau der neuen Anlagen beginnen zu können. Dorgan Rademacher hat mittlerweile die Gelder für die Auszahlung aller Unterstützer der Kampagne freigegeben. Diese Initiative war unverzichtbar für den Wiederaufbau des Konzerns. Pirat greift uns an. Können wir unsere wichtige Arbeit nun fortsetzen. Das Megaschiff Glorious Prospect soll vorerst im System LHS-157 System verbleiben. Piloten, die zum Erfolg der Initiative beigetragen haben, werden in Kürze eine Autorisierung für das System Emboni erhalten. Vorausgesetzt, die individuellen Zielvorgaben wurden erfüllt. Nach der Zerstörung der Bright Sentinel ist der Außenposten Prospect Deep in Emboni aktuell der einzige Zulieferer von Salvations augmentierten Guardian Gauss Kanonen, Guardian Plasmawerfern und Guardian Fragment Kanonen. Das ist eine sehr wichtige Info tatsächlich. Muss mal schauen, ob ich da irgendwie dran komme, weil das waren, glaube ich, nochmal so Spezialausrüstungen. Weil nochmal verbesserte Guardian-Waffen, Module. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, wenn wir die auch hätten. Weil ich glaube, die kosten auch jedes Mal Ressourcen tatsächlich. Das war nicht so wie die normalen Guardian-Sachen, dass man die einmal freigeschaltet hat mit der Menge. Und dass man die dann, glaube ich, jedes Mal, wenn man ein einzelnes Exemplar kauft, musste man, glaube ich, dafür draufzahlen. Jernigan Landing. Okay. So, da würde ich jetzt mal nachtanken, mein Schiff reparieren, SRVs auffüllen und so weiter und so fort. Und dann fliegen wir gleich sofort auch weiter zum Corsair-System. Corsair-System, so hieß das. Ich sag ja, ich wechsle immer den Namen hier. So. Warum ruckelt das jetzt gerade so? Merkwürdig. Landeerlaubnis erteilt. So, mal schauen, wo haben sie denn jetzt die Landezone? Die auch erstmal finden, ist auch immer so eine Qual bei diesen kleinen Stationen, ne? Da oben ist was. Ist das unser? Ah, Landepad 3, tatsächlich. Anhalten. Oh, wir sind viel zu schnell. Nase hoch, Nase runter. Verlängern wir quasi gerade den Weg. Jetzt sind wir doch noch hier relativ passend zum Stillstand gekommen, ne? Welche Verkehr drum drin? Ja, tatsächlich. Da müssen wir uns vor einmal drehen. Spinning around. So, jetzt nach hinten. Und jetzt dürfte es gehen. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. So, sehr schön. Ach, tanken, reparieren. Einmal unter Deck hier.
Dann schaue ich mal kurz. Kann ich hier ein bisschen was verkaufen? Ist immer fast eine halbe Million. Eingehende Nachricht. Sonst gibt es hier nichts weiter, ne? Nee. Kann ich hier die Meta-Alois verkaufen? Oh, die bringen aber nicht viel. 100. 150.000 nur. Das ist wenig, wie ich finde. Gut, jetzt mag uns die eine Fraktion hier mehr. Das ist ganz nett. Mal kurz gucken. Kornsäer, hier hinten war das. Sind noch 4 Sprünge. Aber bevor wir da jetzt gleich weiterspringen, ganz kurz auf die Toilette verschwinden. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet soweit die Chance, euch hier ein kalt oder warm Getränk eurer Wahl zu holen. Und vielleicht noch süße oder salzige Snacks hier an der Stelle. Ich für meinen Teil genieße natürlich hier gerade eine schöne kalte Cola. So, 4 Sprünge noch. Die kriegen wir hin, würde ich behaupten. NN3086A, das ist ja ein komischer Name. Echt ein komischer Name, oder? Merkwürdiges System hier. Na? Ach, wir sind noch in der Massesperre. Was ist denn hier? Ein Neutronenstern oder ein weißer Zwerg? Systemscan abgeschlossen. Interessant. Wir tatsächlich nur einen kleinen Klasse M-Stern. Ah, weißer Zwerg ist das. Okay, bei dem sollten wir ein bisschen aufpassen.
Die haben nämlich einen sehr, sehr großen Radius um sich herum, wo deren Gravitation wirkt und als wir da versehentlich reinfliegen, werden wir sofort rausgeschmissen aus dem Supercruise. Unser Schiff wird gekocht und wir sollten da ganz schnell raus verschwinden dann nach Möglichkeit. Das ist leider nicht immer so leicht. Aber wir sind gerade ganz gut dran vorbeigekommen. Ranaf Antal ist hier die Power, okay. Aber unabhängig, hä? Superpower unabhängig, Power Ranaf Antal? Ach nee, das war glaube ich eine Kleinstfraktion, ne? Deswegen war das so. Ja, was heißt Kleinstfraktion? Eine kleinere der galaktischen Mächte. Eine der großen, wie zum Beispiel Imperium, Föderation oder Allianz hier an der Stelle. Ah, zwei Planeten sind hier immerhin. Schnappen wir uns. Da vorne müssten noch zwei. Sogar nur ein Planet sein. Noch zwei Sprünge, dann sind wir sofort da. Weiß gar nicht, ist eigentlich in der Staffel noch was los? Es ist gerade recht spät, ne? Nur 11 Leute online. Ja, hier ist sonst auch nicht viel außer so einer Raffineriestation. Ist ja nix. Moin. Die Sterne waren jetzt gerade so ein bisschen nah beieinander. Ja doch, die sind schon recht nah beieinander. So, und da ist das System, Corsair. Wir sind sofort da und suchen wir uns da gleich mal ein paar schöne Planeten. Besuchen mal ein paar der abgestürzten Phagoiden-Raumschiffe. Oder sind das überhaupt Raumschiffe? Das ist einfach Phagoiden selbst, das kann natürlich auch sein. So, Katsching. Und hier war ich auch schon mal. Müssten jetzt mehrere Planeten sein mit Phagoiden-Elementen. Hier sind es 11, da sind es 12. Also sind echt viele zum Teil. Nochmal 11, nochmal 12. 7, 8. Also an jeder Ecke sind hier welche. Ich würde jetzt, glaube ich, hier erstmal zum ersten Planet fliegen. Der ist auch nur 63 Lichtsekunden entfernt, das ist ja nicht allzu weit. Bisschen nachtanken. Das reicht dann aber auch schon. Ah, vor uns ist ein Schiff. Wollen wir das hier vielleicht scannen? Ab und zu geben die ja doch ein paar Daten preis. Das ist eigentlich mal ganz nett hier. Okay, scheinbar nicht. Schade. So, Corsair A3.
ist jetzt auch nur dieser Planet, ne? Sieht so aus gerade. Ah, da ist gerade ein Typ 7 Transporter gestartet. Aber der ist nicht alleine unterwegs, da hat noch einen Igel im Schlepptau. Zwei Igel sogar. Oder der wird verfolgt von dem. Bin mir nicht so ganz sicher gerade. Das sieht ein bisschen komisch aus. Obwohl. Ne, 3 auf 3. Das heißt, das ist ein Team. Oh, ist ein recht hübscher Planet, glaube ich, ne? So, crashet Phagoiden Schiff. Wie viel G hat der nochmal? Ich muss da ein bisschen aufpassen. Eine Schilde hier drin. 0,24 passt. Was war das gerade für eine Meldung? Ja, wir haben hier gerade so ein Michael Hayden hinter uns. Das ist einer der NPCs, der uns hier gerade ans Leder will. Der will hier wahrscheinlich unsere Fracht haben. Wenn ich jetzt hier halbwegs schnell genug runterkomme, dürfte ich da eigentlich in Sicherheit sein. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob die einen jetzt auch mittlerweile hier auf die Planetenoberflächen verfolgen. Wenn ja, habe ich gleich ein Problem. Von hinten kommt er schon. Da unten im Radar, da macht er gerade seine Runde. Aber eigentlich, wenn ich in den Orbital Cruise reingehe, dann dürfte der eigentlich weg sein, oder? Ich hoffe es gerade einfach. Ein hübscher Planet hier, so farblich, ne? Weiß- und Blautöne. So, gleich noch 100 Kilometer. Da ist jetzt tatsächlich eins der Schiffe abgestürzt und liegt dort herum. Kilometer Entfernung, bald sind wir da. Ist ausgefahren. Sehr gut. Ja, und da liegt jetzt eins dieser Schiffe. Die sind ja eh so groß, ne? Ups. Ich glaube, ein bisschen hart aufgekommen. Ja, aber so sieht ein auf einem Planeten abgestürztes Phagoidenschiff aus. Jetzt hier im Tageslicht nicht so spektakulär tatsächlich. Und ich finde, das sieht echt aus wie so ein ganz komisches Insekt, ne? Was hier so rumliegt, das sieht irgendwie ganz, ganz elendig aus, ganz merkwürdig. Das ist ja auch noch eins der kleinen Schiffe hier tatsächlich, ne? Was auch echt merkwürdig ist, zum Teil. Ich weiß nicht, warum die scannen einen zum Teil noch im Anflug. Also irgendwas sitzt hier noch, lebt hier noch, existiert hier noch, funktioniert auf jeden Fall irgendwie noch. Und scannt einen. Wie es aussieht, ne? Oh, 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 nicht so schnell fahren hier. Weiß nicht, können wir hier noch irgendwas einsammeln oder ist hier noch irgendwie was? Nee, ne?
echt merkwürdig aus, ne? Weil wenn die jetzt hier aber auch so abgestürzt liegen, ne? Weiß ich, das fehlt irgendwie noch, dass sie so ein bisschen zucken. Ich weiß nicht. So eine tote, halbtote Schnake. Wisst ihr, was ich meine? Ganz gruselig irgendwie so. Wow. Ah, hier scheint aber tatsächlich heute nicht so viel rumzuliegen. Außer fliegende Steine, über die wir gerade drüber fahren. Will da einfach scannen? Nee, ne? Ist ja gar nichts. Tatsächlich, hier haben wir wohl ein abgestürztes Raumschiff gefunden, wo nichts rumliegt. Das ist jetzt gerade recht ungewöhnlich. Normalerweise liegen hier immer so Phagoidenmaterialien rum. Aber hier scheint echt gar nichts zu sein. Okay, interessant. Wie es auch aussieht, ne? Großen Flügelstrukturen hier. Hier, das scheint noch irgendwie zusammenzuhängen. Also scheinbar ist das ja irgendwie so zusammenklappbar bei denen, ne? Aber was auch gerade komisch ist hier, das macht halt keine Geräusche. Das scheint komplett tot leicht zu sein. Ich habe nämlich schon mehrfach ja einige davon besucht. Und die haben alle Geräusche von sich gegeben. Das hier macht gerade gar keine Geräusche. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Aber die mögen es vielleicht eh nicht so kalt, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Das ist ein Eisplanet, auf dem wir uns befinden, ne? Ja, aber hier scheint es auch nichts zu geben. Merkwürdig. Gut, wir fliegen mal weiter. Fahrwerk eingefahren. Vorne rund 2 Millionen oder Megametern, wie auch immer. Ist ja dann das nächste schon. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Also die ganzen Planeten hier sind wirklich übersät mit Phagoiden. Ruinen, 11 Stück, 12 Stück, 8 Stück. Nicht mit Ruinen, Wracks von denen. Ruine wäre nochmal ein bisschen was anderes. Wo sind wir denn gerade? Vollgas. Ich muss wahrscheinlich über die 30 Kilometer höher kommen. Dann dürften wir uns eigentlich jetzt hier weiter beschleunigen. Ja, jetzt genau. Ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich, wenn ich jetzt hier so ein Ziel dann nochmal einpeile, 25 bis 45 Grad Winkel, dann fliege ich einfach so eine Kurve rum mit Vollgas. Ich denke, das ist eigentlich meistens doch recht effizient hier, finde ich. Jetzt müsste das gleich so langsam in unsere Reichweite kommen. Na, guck mal, da ist auch schon das nächste. Also hier sind wirklich, der ganze Planet ist übersät damit, ne? Seht ihr hier überall? Das ist nur dieser eine Planet halt, ne? Ich glaube, ist das vielleicht ein bisschen den Winkel ändern.
So, jetzt geht's. Ich war hier nämlich gerade noch fast ungefähr 200 Kilometer entfernt. Jetzt brauche ich hier nachher 50.000 Mal Schübe, um da irgendwie halbwegs hinzukommen. Aber das gerade sieht ganz gut aus. So. Gleitflug eingeschaltet. Ah, das ist sogar hier in so einem Krater abgestürzt. Interessant. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob da noch was liegt, ne? Ah, siehst du mal. Der hat uns jetzt gerade wieder gescannt. Ah, das ist doch echt merkwürdig. Aber was scannt uns da? Ob ich hier zur Landung ansetzen kann? Sieht hier gerade doch recht. Aus. Siehst du, das macht auch noch Geräusche. Ihr habt es gerade auch gehört, ne? Komisches. So komisch, ich kann das gar nicht nachmachen. Also das scheint irgendwie noch zu leben. Das ist nicht wirklich tot. Ob es nur verwundet wäre. Ich kriege hier keinen Landeplatz. Das gibt es doch nicht. Hier landen. Na komm, hier muss doch irgendwo. Ja, jetzt. Perfekt. Gruselige Gegend hier, ne? Irgendwie in diesem Krater. Ich weiß ja nicht. Da glaube ich eigentlich ein ganz cooles Bild fürs Thumbnail nachher bei YouTube, ne? Na, mal gucken. Mein Charakter zittert schon. Guckt euch seine Hand an, rechts und links. Das liegt nicht an der Kälte. Aber mich schüttelt es gerade sogar. Ich krieg Gänsehaut, ey. Also geräuschmäßig ist Elite Dangerous echt mega, ne? Diese Geräusche davon, ey. Das scheint ja irgendwie immer noch zu leben. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie... Es scheint nicht tot zu sein. Sollen da rumliegen. Sensorfragment. Ach, guck mal. Man kann hier auch solche Teile einsammeln, die die Scavenger fallen lassen. Das haben wir aber schon alles. Sensorenfragmente. Ihr hört's ja. Das schreit oder so. Total weird, ey. Wow. Irgendwo hängen geblieben. Und das sind jetzt nämlich hier Materialien, die da rumliegen. Die dann tatsächlich unsere Lover auch zerfressen. Da müssen wir uns also ein bisschen mit beeilen. Ist voll. Das haben wir alles, ne? Ja, jetzt müsste es uns langsam eigentlich hier auch die Hülle wegfressen.
Oh, ich bin ja gerade voll hängen geblieben. Ja, jetzt steht das nämlich gerade. Jetzt entzieht aus unserer Hülle hier gerade die ganze Zeit Stärke. Deswegen sollte das jetzt nach Möglichkeit ein bisschen schneller geschehen. Obwohl, ich kann auch eigentlich direkt an Bord gehen. So, die Cargo wurde jetzt hier rausgeschmissen, ist jetzt hier irgendwo drin. Kann uns das dann erstmal nichts. So, hier in 300 oder fast 400 Kilometern ist auch schon das nächste. Dann, da fliegen wir mal eben hin hier. Das ist schon echt merkwürdig, ich weiß nicht. Und das eine hat ja auch gerade keine Geräusche gemacht. Hat uns auch nicht gescannt. Schien komplett tot zu sein. Das andere da vorne, das hat ja die ganze Zeit Geräusche gemacht. Und hat uns noch gescannt. Also irgendwas ist ja scheinbar anders bei denen, dass die noch leben. Das wird jetzt ziemlich lange dauern, da so lange zu fliegen. Daher glaube ich jetzt hier einfach mal in den Super Cruise übergehen. Ansonsten brauchen wir wirklich 17 Minuten oder so dahin. Das ist ehrlich gesagt doch ein wenig viel hier, wie ich finde. Thargoids. Human Thargoid contact. The Thargoids are a non-human race with a history of hostility towards humanity. The first recorded encounter with a Thargoid ship took place in 2849, although earlier undocumented encounters are believed to have taken place. In the years that followed, contact with lone Thargoid vessels was intermittently reported. Humanity clashed with the Thargoids in the 32nd century. But details of the conflict remained scarce for many years, and it proved difficult to differentiate authentic accounts of Thargoid encounters from the sensationalist media stories of the time. The discovery of abandoned intergalactic naval reserve arm bases in 3303 did much to dispel the fog, however. The INRA, a joint federal-imperial initiative, established in 3193, was responsible for researching the Thargoids and developing technologies to counter their aggression. But the organization's lack of accountability meant that the details of its research did not come to light until years after its dissolution. Almost all of the reliable data concerning the Thargoids has been sourced from INRA facilities. This data, originally deemed highly confidential, was declassified in 3304, following a resolution from the federal government and an imperial decree. Oops. Some controversy over the backing and funding of the INRA remains, however. Als ich gerade gewundert habe, was er so geknackt hat. Psst. Ich bin gerade dezent mit meinem Stuhl hier voll gegen meinen Tisch gekracht. Ich wollte mich eigentlich nur ganz bisschen weiter ranschieben. So. Aber alles gut gegangen, alles noch heile. Der scannt uns auch wieder. Das ist doch merkwürdig. Fahrwerk ausgefahren. Ist doch echt merkwürdig. Nicht da vorne landen? Hier vorne vielleicht? Er hört das gerade auch, ne? Das ist so gruselig, ne? Ganz ehrlich, ich würde hier nicht landen. Hier vorne dürfte es vielleicht gehen. Ja!
Deswegen nehme ich normalerweise eigentlich auch mal ein Schild mit, aber... Oh Mann, Leute, ich habe 16% Hülle jetzt gerade einfach wegen nichts verloren. Das Stream hat gerade ganz kurz bei mir gehakt, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Falls ihr euch gerade gewundert habt. Dürfte jetzt aber wieder flüssig laufen, also alles gut. Ich habe hier gerade doch hinter diesem Flügel was entdeckt. Jetzt ist da nichts mehr? Doch. Da liegt was rum, Sensorfragment. Die haben wir leider schon. Okay, da ist nichts weiter. Mal gucken, ob jetzt hier vorne wieder irgendwelche Sachen rumliegen. Das schreit noch, ne? Oder heult oder so. Ich weiß es nicht. Was ich echt merkwürdig finde, wenn ich mir hier diesen Sensor zum Beispiel anschaue, ne? Den Phagoiden. Der sieht erstaunlich den Guardian-Sensoren ähnlich, ne? Das ist irgendwie so das Komische. Die ganzen Teile, die hier rumliegen, die haben irgendwie Ähnlichkeiten damit. Das ist echt ein bisschen komisch. Ah, okay, hier scheinen immer 3 pro Schiff zu sein. Ja, pro Wrack, ne? Boah, einfach volle Kanne gerammt hier. Das ganze Zeug haben wir schon, was da rumliegt. Zerfrisst uns das natürlich hier wieder die Hülle. Deswegen schnell zurück. Hier kurz zu Fuß raus. Ist hier sehr kalt? Ist da schon Schaden oder so? Nee, ne? Und 48 Kelvin. Ja, ich falle gerade einfach runter. Die sehen dem echt ähnlich. Können wir damit vielleicht irgendwas machen? Nee, ne? Scannen können wir es nicht. Viel klauen können wir auch nicht. Probe nehmen. Nee, ne? Auch nicht.
sieht echt weird aus, ne? Vor allem bewegt sich das ja immer noch so grün-blau, ne? Ist ja eine Mischung aus Guardian- und Phagoiden-Technologie. Ganz, ganz merkwürdig alles. Der leuchtet leicht orange. Auch diese Teile halt hier dran, ne? Die hängen ja auch sonst da. Das sind ja die Teile, die wir da sonst mitnehmen, wenn wir die abschießen. Guck mal, was ist das denn? Ach nee, das wird überstrahlt. Ich dachte gerade, das Licht, die Lichter darin gehen aus, wenn wir die mit Licht bestrahlen. Und hier weiß auch kein Mensch, was das ist, ne? Wo die Textur ist jetzt alles andere als scharf, ne? Aber das ist schon strange hier. Wir können damit ja auch leider nicht weiter interagieren, ne? Ach, guck mal, ich kann hier reingucken. Das ist wohl nicht richtig platziert worden. Ich warte ja noch darauf, dass ich hier irgendwann mal langlaufe. Plötzlich bricht hier irgendwas aus dem Boden. Kommt auf mich zu oder so, ey. Ich stelle mir mal vor, wie unheimlich das wäre. Aber es scheint auch tot zu sein, ne? Das ist echt mysteriös, ne? Wir können damit leider halt überhaupt nicht interagieren. Irgendwie. Wir können das ja auch nicht auswählen oder scannen oder so. Und wenn da vorne die Sonne so steht. Ja, die Sonne, genau. Der Stern, meine ich. Dürfte da ja auch eigentlich die Tagseite sein. Da müssten die anderen beiden abgeschützten Schiffe eigentlich auch noch auf der Tagseite des Planeten sein. Hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, die beiden hier könnten auch sehr nah beieinander sein, genauso wie die beiden. Ich habe das Gefühl, dass sie zum Teil fast immer zu zweit vorkommen, ne? Also, dass sie zu zweit recht nah beieinander sind.
So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns hier vorne erwartet. So, 800 Kilometer noch. 100, 600. So, jetzt die Nase langsam runter. Ist das eigentlich alles wert hier? Biologische Materie 50.000? Wow. Biologie-Samples 40.000 und die Sensoren sogar 306.000. Ich schleiche mich jetzt hier quasi mal von hinten an. Ich werde jetzt hier auch gescannt werden. Oh, ich bin viel zu schnell. Ah, hochziehen, 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 hochziehen. Das ist nicht gut, wenn ich mit so einer Geschwindigkeit hier runterkomme. Reicht deutlich weniger, um komplett zerstört zu werden. Ist das jetzt hier die gleiche? War ich hier nicht vorhin schon? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich denn hier landen? Das ist gerade so eher die Frage, ne? Und rechts hier, das müsste doch gehen. Wow. Ist das schnell. Ah, ich häng gerade am Schiff fest. Oh nein. Aber was ist das denn für ein Mist? Ich häng da gerade irgendwie echt ein bisschen fest hier. Ist ja gemein. Das ist echt das gleiche Schiff wie vorhin, oder? Das war hier der Ort, wo nichts ist. Und das hier scheint auch komplett tot zu sein. Es macht halt keine Geräusche mehr. Und es scannt einen nicht. Alter, ist das hier rutschig mit dem Eis, ne? Ich glaub das gar nicht. Mal schön das Dach stoßen. Da komme ich da jetzt so überhaupt rein hier. Ja, doch, geht. Schade, jetzt war ich hier schon. Mal kurz schauen, wo ist denn der Stern? Der Stern ist wo? Hä, bin ich gerade blind? Ach, da ganz oben. Ich wundere, dass ich den gerade nicht sehe. Wo sind die?
Die ist definitiv auf der Nachtseite, ne? Wir könnten ja sonst nochmal zu einem anderen Planeten fliegen. Es gibt ja hier gerade mehr als genug, ne? Okay, da wird gerade noch irgendwie mitgekämpft. Ich weiß gerade nicht, ob ich da dann wirklich hin möchte. Das hier dürfte nur 48 Lichtsekunden entfernt sein. Hier noch einen Beitrag über die Phagoiden anhören, oder? Ich habe mir natürlich alles schon mal angehört. Ach, falscher Button. Das ist doch schon Ewigkeiten her, natürlich, hier an der Stelle. Da sind die Phagoids. The Phagoids Society. The Inra discovered the Phagoid Society is organized into hives. With most Thargoids falling into three categories: queens, princesses, and drones. Queens function as reproducers, while drones serve to maintain a favorable environment for the rest of the hive. Thargoid hives can be vast, although it may be that some of the larger observed groups are in fact multiple, overlapping hives. Ultimately, little is known for sure. The average Thargoid queen is at least as intelligent as a human being, while the typical drone possesses a more rudimentary level of intelligence. Existing evidence suggests that queens have extremely long lifespans, living for hundreds or even thousands of years. The variable size of queens' neurocraniums suggests this might be an indicator of age. Little is known about the precise nature of Thargoid reproduction, but it is likely that queens can reproduce both sexually, with other queens, and asexually. It is thought that the latter method produces drones, while the former produces a new queen. Analysis of Thargoid specimens led some Inra researchers to believe that a new queen, or princess, becomes a full queen only once it has produced drones of its own. Significantly, queens are believed to be single-sex. The Thargoid's ability to reproduce asexually means that their populations can expand incredibly quickly. But it is thought that they deliberately restrict the size of the populace so as to not to deplete all available resources. There is evidence to suggest that this is sometimes achieved by culling older drones. Inra testing indicated that queens perceive drones as entirely expendable, presumably due to the ease with which they can be replaced. Indeed, a Thargoid queen appears to give no more thought to the loss of a drone than a human would an eyelash. Okay, es gibt also auch noch Prinzessinnen und Königinnen. Es könnte vielleicht sein, dass eine dieser... Dass eine dieser Anomalien vielleicht eine Königin davon ist. Oder nur eine Prinzessin. Ich meine, wir haben jetzt ja nichts über die Größe oder so davon gehört, ne? Thargoids. Communication. The belief that Thargoids were capable of some form of extrasensory communication was often cited in the early years of human-Thargoid interaction, but prior to the discovery of Inra records, it was not fully understood. Professor Yuri Anslow of the Inra theorized that a Thargoid queen can communicate with the drones in its hive via a spread-spectrum electronic signal, and can use this signal to control the drones,
and even to share their sensory input. Studies of battlefield footage certainly suggest some kind of near-instantaneous communication among Thargoids, and the presence of low-level radio noise in areas occupied by Thargoids indicates that they do indeed communicate via short-range electronic signals. Professor Anslow went on to claim that a queen could effectively see and hear through its drones, but her contemporaries were skeptical, dismissing the assertion as baseless. Professor Ishmael Palin, one of the galaxy's foremost experts on the Thargoids, has even gone so far as to denounce Anslow as a glory hound. Thargoids have been known to make staccato clicking noises with their mouthparts when in the presence of humans, punctuated with occasional hisses and buzzes. They've also been observed directing such noises at one another, albeit much less frequently. Professor Albert Tesro, a founding member of the Joint Superpower Initiative, Aegis, and a specialist in interspecies communication, has studied INRA audio logs and suggested that the sounds probably represent some kind of language due to the repetition of certain sound combinations. It is unclear why the Thargoids would sometimes choose to communicate with each other vocally, given their capacity for extrasensory communication. Professor Anslow suggested that the sounds could be designed to intimidate enemies or opponents, noting that Thargoids often produce them prior to combat. Thargoid ships have been observed emitting a complex array of sounds, and in some cases subtly changing color. The exact meaning of these behaviors has not been determined, but they appear to correspond to different emotional states. What is not known is if these sounds are produced by the pilot and amplified by the ship, or emitted by the ship itself. If the sounds originate with the pilot, it would suggest some kind of physiological connection between pilot and vessel. Given the sophistication of Thargoid bioengineering, however, it is possible that the sounds come from the ship itself, and that Thargoid ships are able to feel and communicate to a limited degree. The hulls of Thargoid ships are typically emblazoned with one of several symbols, the meaning of which is unknown. Some have theorized that they could denote membership of a particular familial group, or possibly be an indicator of rank. Ja, stimmt, das ist ja auch interessant. Die haben ja alle vorne so ein Symbol vorne drauf, ne? Oder auch die ganzen Raumpocken, ne? Die hatten ja auch alle vorne so ein Symbol. Das ist alles schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. Was ich mich dann aber gerade frage, sind Scavenger einfach diese einfachen Drohnen? Und die Scouts vielleicht auch noch? Und die Interceptoren vielleicht Prinzessinnen schon? Und da geht es noch mehrere Stufen höher. Ist ja auch wieder nichts. Warte mal, hier sieht der Flügel anders aus. Das ist hier ein bisschen filigraner, ne? War das vorhin auch so bei dem einen? Nicht, dass ich wüsste, ne? Aber das sieht echt komisch aus, auch wenn ihr euch hier mal das Raumschiff so anguckt. Das ist ja ein Interceptor, das ist ja kein Scout. Und irgendwie sieht man hier nur die Rückseite, die ganzen Teile da hinten fehlen. Also hier waren die, glaube ich, verbunden. Und hier vorne, die sind alle so abgestürzt und hier sieht man halt nichts mehr, ne? So leise, das ist voll gruselig. Weiß nicht, was gruseliger ist, diese Stille. Oder diese Phagoiden-Geräusche. Ich würde jetzt aber auch sagen, wir besuchen noch ein, zwei von diesen Absturzstellen.
Danach würde ich mal schauen, was wir dann machen können. Mal kurz schauen, wo sind denn hier noch welche? Na, vielleicht die drei da noch? Kilometer ist ja nicht allzu viel. Fahrwerk eingefahren. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Eigentlich noch ein paar Anträge anhören, ne? Also ich finde das gerade mega spannend, ne? Da erfährt man ja doch noch so ein paar Hintergrundinformationen. The Thargoids. Physiology. Human understanding of Thargoid physiology is far from complete, but recovered INRA data has offered some insights into their nature. INRA records describe the average Thargoid as physically larger than a human being, and generally insectoid in appearance. Thargoid biology is carbon-based, using an RNA-like encoding for biological information, but Thargoid chemistry is based on ammonia rather than water. Consequently, while Thargoids can comfortably tolerate environments as cold as minus 80 degrees Celsius, they cannot withstand environments warmer than 45 degrees Celsius for long. According to notes compiled by Dr. Peregrine Hennig, an INRA researcher, Thargoids can survive for a significant time in the vacuum of space without apparent discomfort, and can tolerate radiation and extreme cold for far longer than a human. Aber es gibt hier scheinbar doch noch Piloten von diesen Schiffen. Wurde ja hier mehr oder weniger so gesagt. Thargoids. Vulnerabilities. In 3151, the INRA developed a biological weapon known as the Mycoid virus for use against the Thargoids. The virus was the result of an accidental discovery made by an INRA researcher, who noted that a particular strain of fungus was found to thrive on the hulls of Thargoid vessels and appeared to be digesting the material of which the ship was made. The INRA refined the fungal strain and began experimenting on living Thargoids in their spacecraft. The Mycoid proved to have deleterious effects on both, leading to the swift elimination of the Thargoids active in human-occupied space at the time. It is widely assumed that since the last human-Thargoid conflict, the Thargoids have developed an immunity to the Mycoid virus. Okay. Wir haben also versucht, die mit zum Virus auszurotten. The Thargoids. Starships. In terms of structure and function, Thargoid vessels are radically different from anything produced by humanity and are able to navigate hyperspace in ways that are not fully understood. They are also at least partly organic, meaning that they can self-repair or heal over time. Ship function in general, and this restorative ability in particular, have been shown to be dependent upon the so-called Thargoid heart, a biomechanical organ found in varying quantities in different Thargoid ships. These hearts often survive the destruction of the ship, enabling them to be salvaged, although they can also be targeted and damaged with appropriate weaponry. They are highly corrosive, however, and require special containers for safe transport. Thargoid vessels that have sustained combat damage exhibit scar-like patterns. Given that Thargoid technology is sophisticated enough for such damage to be repaired, it follows that the Thargoids might deliberately choose to preserve these scars.
Inner logs document an encounter with a Thargoid mothership many times larger than other Thargoid craft, against which the Mycoid virus was successfully deployed, although no such vessels have been reported in recent times. Also es klingt für mich so, als ob die halt irgendwie schon eine Art humanoide Insektenform hätten. Ein bisschen größer sind als Menschen und so weiter und so fort. Und dass es dann diese Drohnen gibt, die Prinzessinnen und die Königin. Aber so ein Schiff hat ja scheinbar dann ja doch einen Piloten. Wo ist dann der Pilot hier gerade? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Siehst du mal, das ist auch wieder tot. Ich frage mich gerade, ob die jetzt nach und nach wirklich dann hier sterben. Oder ob man mit denen noch irgendwie dann interagieren kann oder ob das Zufall ist. Bei den toten Schiffen ist dann auch nichts zu holen, komischerweise. Merkwürdig das Ganze. Fahrwerk eingefahren. Thargoids, structures. Dozens of planets in human-occupied space are peppered with Thargoid barnacles, biological resource extractors that convert minerals into meta-alloys, a key component to the creation of Thargoid vehicles and technology. Theories that these barnacles have been genetically engineered by the Thargoids have yet to be verified. Larger structures, referred to as Thargoid surface sites, have also been discovered. These sites typically consist of a spiral-shaped structure, nestling within a shallow crater, beneath which lies a series of tunnels. At the heart of this subsurface network is a device that, once activated, emits a holographic star map. The sites are patrolled by semi-sentient biomechanical entities, called scavengers. Semi-sentient biochemical entities. Okay. The Thargoids. War with the Guardians. Archaeological records have revealed that the extinct, non-human civilization known as the Guardians experienced conflict with the Thargoids many thousands of years ago. Logs recovered from Guardian sites indicate that the Thargoids were the aggressor in this conflict. Having seeded Guardian space with biomechanical constructs used for resource extraction long before the emergence of the Guardian civilization, the Thargoids apparently believed they were entitled to uncontested dominion of the territory. The Guardians attempted to communicate with the Thargoids and reach a compromise, but without success. Over the course of the conflict, the Guardians developed new technologies to give them an advantage against the Thargoids. These technologies were apparently successful, forcing the Thargoids to abandon their offensive. Okay. Tun wir unseren letzten Beitrag hier auch nochmal eben an, oder? The Thargoids. Agenda. Thargoids do not attack indiscriminately, and their choice of targets shows them to be highly intelligent.
They've also conducted targeted strikes on Aegis facilities and attacked pilots carrying Thargoid items in their cargo holds, indicating that they know they are being studied and want to halt the process. But despite their evident intelligence, they appear to be completely uninterested in meaningful communication. The engineer Ram-Tar, who has extensively researched the Guardians and their war with the Thargoids, holds view that Thargoid aggression is a product of territorialism. They seed an area with barnacles, thus laying claim to it, and return, sometimes many centuries later, to harvest the extracted resources. Any life form advanced enough to compete with them for the territory is treated as an enemy and summarily attacked. Professor Palin concurs with this view, adding that the Thargoids are apparently so determined to eliminate any threats to their long-term survival, they will not tolerate any advanced species in close proximity. Ja, ich denke gerade nebenbei sehr viel nach. Also dann könnte ja diese Anomalie, die auf uns zukommt, entweder so eine Art Aguiden-Prinzessin, Königin sein oder halt ein größeres Mutterschiff. Was aber irgendwie hier sehr undurchsichtig auch erklärt wird oder eigentlich gar nicht erklärt wird, ist, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Schiff und dem Piloten? Weil irgendwie erwähnen die ja schon, okay, es gibt irgendwie Piloten. Aber diese Piloten hat man ja noch nie gesehen. Auch wenn man ganz nah an diese Schiffe ranzoomt, da ist halt nichts drin. Da sind nur zwei so komische runde Scheiben. Die eher wirken wie so Augen. Niedrige Schwerkraft. Fotorezeptoren, halt irgendwie sowas. Ich häng gerade schon wieder fest, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, und davor sitzt halt auch kein Pilot. Aber ich muss mich mal eben umparken. Ich glaube, das wird hier nichts. Was auch komisch ist, wenn man doch schon mittlerweile halbwegs weiß, wie so ein Thargoid aussieht. Warum gibt es da keine Fotos? Oder irgendwie ein Bild, eine Zeichnung, irgendwie was, wie die aussehen. Gerade wenn Indra da war und mit denen die Experimente geführt hat und alles Mögliche. Oder ja auch versucht hat, Menschen und Aguidenschiffe zu koppeln. Der muss doch irgendwie Spuren hinterlassen haben. Ist jetzt wieder nichts, ne? Das ist ja merkwürdig. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Schiff hier auf dem Planeten, wo nichts zu finden ist. Also scheinbar haben wir gerade irgendwie da keinen Erfolg mit. Oder würde ich sagen, wir fliegen jetzt einfach mal zu einer der Stationen hier in dem System. So, wo müsste ich denn dann jetzt hier hin? Itomatic. Was? Itomarket oder Chadwickport? Immer zu denen, da ist die Föderation. Und auch nur 166 Lichtsekunden, also nicht viel.
ist echt komisch. Fahrwerk eingefahren. Ich frage mich halt, ob diese ganzen Schiffe jetzt hier von Anfang an gelebt haben. Als sie da abgestürzt sind und jetzt nacheinander sterben, oder nicht? Ich habe jetzt echt sehr viele entdeckt, die halt scheinbar inaktiv sind. Ein, zwei, die aktiv sind. Schon ein bisschen merkwürdig. Was haben wir da eigentlich angeblich entdeckt? Hier hat der Codex da vorhin irgendwas eingezeigt hier. Achso, das war hier das... Ja, den Zeug wahrscheinlich, ne? Cyclops und so ein Schiffwrack haben wir halt gefunden, ne? Aber wir hätten hier vorhin nochmal scannen sollen, als wir da waren. Hätten wir noch einen Basilisken oder... Eine Medusa war das, glaube ich, die hätten wir entdecken können. Der Scavenger... Scavenger haben wir ja schon alle. Scouts haben wir noch nicht, ne? Gibt es aber auch scheinbar unterschiedlich hier, ne? Abgestürzt in grün, in rot, in... Nochmal rot, dunkelrot, grün, Uplink Device. Würde ich gerade gerne mal nachschauen, wo das denn sein soll hier eigentlich. Jadensektor. Hier in Delphi. Aber Delphi ist doch nicht der Plejadensektor. Mich hat ein wenig verwirrt. Was sollen das denn dann sein hier? Okay, irgendwie ist das hier noch nicht richtig angepasst. Kann auch sein, weil ich das System vielleicht, glaube ich, zuletzt unter Horizons besucht habe. Dass das deswegen noch nicht aktualisiert ist oder so. Warte mal, D155, auch D155. Ja, das muss eigentlich alles hier sein. Jo. Warte, lädt gerade nicht. Es scheint also jetzt das heutzutage Delphi-System zu sein. Kann ich hier was scannen, dass ich vielleicht noch ein paar Daten kriege? Dann docken wir da gleich mal an. Jetzt bei ihm für dich zufriedenstellend, ne? Was also gerade jetzt hier auch die abgestürzten Schiffe betrifft. Da haben wir jetzt nicht so viele Materialien gefunden, wie erhofft. Aber na gut. War trotzdem mal sehr interessant. Und auch diese Feststellung, dass scheinbar einige von diesen Schiffen zerstört oder tot oder wie auch immer sind. Und ein paar ja scheinbar nicht. So.
are go for approach to pad 30. So, am besten weniger als 100 km/h schnell fliegen hier. Meter die Sekunde, was auch immer das da ist. Stay on current course, Commander. Docking Bay is prepped. Ach da. Nummer 30 ist da hinten. Fahrwerk ausgefahren. Avoid unnecessary destruction. Do not block the access corridor. So. Er landet an dieser Stelle. Ich schaue noch mal kurz, ob hier vielleicht irgendwas Interessantes an Bord ist. Die Seite können wir noch verkaufen. 300.000 Credits für nichts. Einfach so erhalten. Das ist soweit alles aufgeladen, das ist gut. Jetzt könnten wir hier nochmal kurz gucken, was denn sowas hier zum Beispiel wert ist. Also Meta-Alloys sind hier immer 125.000 oder 150.000 wert. Hier ist doch ein bisschen mehr tatsächlich. Fast eine ganze Million. Brauchen wir aber auch sonst für nichts, ne? Ich wüsste nicht, dass wir die für irgendetwas benötigen. Deswegen verkaufe ich die jetzt einfach mal ganz frech. Was ich nochmal kurz schauen könnte, ob wir hier noch ein paar von diesen Sachen haben, die wir benötigen. Zum Beispiel hier Power-Converter. Ion-Distributor. Da auch Power-Transfer-Bus. Ich glaube, all sowas haben wir hier gerade nicht, ne? Ne, das ist alles was anderes. Ne, schade, da haben wir nichts in der Art. Hätte ich das vielleicht gerade kaufen können. Hier für unsere spätere Freischaltung dann der Sachen. Wo ist denn das System Delphi eigentlich? Das könnten wir uns vielleicht beim nächsten Mal besuchen. Ah, ist schon ein Stück. 318 Lichtjahre. Wenn halt ganze 15 Sprünge, ne? Da müssen wir mal schauen, was wir dann als nächstes mal hier mit den Phagoiden machen. Wir müssten halt auf jeden Fall diese ganzen Waren kaufen. Ja, das Problem ist halt, wir haben halt nicht ganz so viel Platz hier im Schiff. Selbst wenn wir sonst soweit alles haben. Und wir brauchen halt unbedingt noch Vanadium, Tungsten, Rhenium, Technetium, Germanium und Arsen. Das ist halt auch das Problem, ne? Was soll ich hier euch ja nochmal zeigen? So, da haben wir ja die Inara und dann haben wir hier zum Beispiel diese Enzymen, Missile Racks, einen speziellen Frameshift Drive und überall sehen wir ja das Video, was wir jetzt hier nicht sehen wollen. Warum läuft das jetzt weiter? Gut. Da brauche ich ein paar Meta-Alloys. Okay, habe ich ja jetzt einige. Aber ich glaube auch nur dafür. Aber das habe ich auch schon wieder freigeschaltet hier, ne? Tatsächlich, ja. Ja, wir sehen es ja hier. Zum Beispiel hier 20 Rhenium brauchen wir hierfür. Ich habe nur 85, das heißt, nach ein, zwei Sachen ist das sofort leer. Dann müsste ich mich vielleicht echt auf die Suche nach diesen Materialien beim nächsten Mal begeben. Oder halt nach einem Materialtrader, wo ich das vielleicht ein bisschen hin und her tauschen kann. Aber gut, dann würde ich einfach mal schauen, wo wir dann als nächstes dahin gehen. So, mal wieder umgeschaltet. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir haben es dann für heute. Ich schaue doch mal, was wir als nächstes machen dann. Würde ich sagen, danke, dass ihr da wart.
Bis dahin und macht's gut. Fly safe oder fly dangerous. Je nachdem, was ihr hier in-game macht. Ciao, ciao.